Hey Leute, ich bin's wieder, der Leo, und heute reden wir wieder über Raid und Hosts, beziehungsweise warum sollten wir eigentlich raiden und vor allem, wen sollten wir alles raiden? Ich werde ab jetzt nur noch raiden anstatt raiden und hosten sagen, um uns ein bisschen Zeit zu sparen und naja, ich sag nur noch raiden. Stellt euch vor, ich würde auch noch hosten sagen. Wenn ihr den ersten Teil zu diesem Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, da erkläre ich die Definition und die genauen Unterschiede zwischen Raid und Host. Und wie schon das letzte Mal, das hier ist meine Meinung. Die Meinungen bei Raid und Host gehen sehr auseinander. Das hier ist meine Meinung, das sind keine Fakten, das ist nur meine Meinung. Aber es würde mich super freuen, wenn ihr einfach eure Meinung unten in die Kommentare reinpackt. Vor allem, wenn ihr nicht meiner Meinung seid. Also fangen wir einfach an. Warum sollte man denn raiden? Viele sagen, sie raiden andere, weil sie ihnen einen Gefallen tun wollen. Und das verstehe ich auch total, ist auch eigentlich ein ganz guter Grund. Denn wie ich ja oft in meinen Videos sage, wir stecken da zusammen drin, wir müssen uns gegenseitig unter die Arme greifen, um zusammen größer zu werden. Aber man darf es halt auch nicht nur wegen einem Gefallen tun, also sich gegenseitig raiden, nur um sich gegenseitig einen Gefallen zu tun. Denn, aber da komme ich später noch drauf, sowas kann auch nach hinten losgehen. Auch ein guter Grund kann sein, man raidet jemanden, um seinen Zuschauern weiterhin etwas zu bieten. Man möchte seinen Zuschauern einen Stream geben, auch wenn man offline geht. Damit sich Leute nicht einen selber suchen müssen. Quasi, man gibt eine Empfehlung ab für seine Zuschauer. Das, finde ich, ist ein sehr guter Grund. Ich habe schon öfter von meinen Zuschauern gehört, ey, cool, dass du den letzte Nacht geraidet hast, so habe ich jemanden neuen kennengelernt, den ich jetzt gerne schaue. Und dieses positive Erlebnis, was eure Zuschauer mit einem guten Raid hatten, das spiegelt sich natürlich auf euch wieder zurück. Wenn ihr jemanden raidet, dem eure Zuschauer gefallen, dann steigert das, ich sag mal, euer Ansehen bei euren Zuschauern. Sagen wir es mal so, wenn ihr jemandem einen Film empfehlt und diese Person schaut sich dann den Film nur wegen euch an, wegen eurer Empfehlung, und der Film gefällt dieser Person, dann wird diese Person euren Empfehlungen weiterhin folgen, weil man einen guten Eindruck gemacht hat mit seiner Empfehlung. Und das bedeutet, ein Influencer zu sein. So schlimm wie das Wort Influencer ist, aber es bedeutet, man kann mit Empfehlungen Einfluss auf andere nehmen. Natürlich im besten Fall nur guten Einfluss. Wenn ihr aber zum Beispiel einen Film empfehlt, der dieser Person nicht so gut gefällt, dann wird diese Person wahrscheinlich, wenn das öfter passiert, irgendwann euren Empfehlungen nicht mehr folgen und euch weniger vertrauen. Und genauso ist das beim Raiden. Wenn ihr jemand Gutes raidet, dem eure Zuschauer gefallen, dann wächst das Vertrauen eurer Zuschauer in euch. Dem Leo, dem kann ich vertrauen, der hat mir schon öfters gute Empfehlungen gegeben. Aber natürlich kann man es wie immer nicht jedem recht machen. Und keine Ahnung, 20% von den Leuten, die dabei sind, denen wird euer Raid natürlich nicht gefallen. Aber umso mehr eure Community wächst, desto mehr bekommt ihr natürlich Leute um euch rum, die Geschmäcker mit euch teilen. Und so werden eure Empfehlungen immer zutreffender, weil eben eure Community um euch rum auch eigentlich, ja, die gleichen Geschmäcker alle haben. Wie gesagt, das ist ein super, super Grund, weil man raidet hauptsächlich deswegen, um eine Empfehlung gegenüber euren Zuschauern auszusprechen. Und wenn diese Empfehlung gut ist, dann, ja, wie ich gesagt habe, dann spiegelt sich das sehr gut auf euch zurück. Aber der wichtigste Grund, finde ich, man kann durch Raids super Bekanntschaften knüpfen. Zum Beispiel, ne? Das ärgert jeden. Jeden Streamer ärgert es, wenn eine andere Person in seinen Stream reinkommt und Eigenwerbung macht. Unterschwänglich, zwischen den Zeilen, egal, Eigenwerbung, mag kein Streamer. Und da denke ich mir mal, Leute, wisst ihr, wie man anderen Streamern sagen kann, dass man Streamer ist? Indem man sie raidet. Und dann fragt euch der Streamer auch noch, was ihr denn gerade gemacht habt wahrscheinlich. Und dann könnt ihr auch noch den Zuschauern erzählen, was ihr gerade gestreamt habt. Also hört auf mit der Eigenwerbung und benutzt das Raiden, um ja, Bekanntschaft mit anderen Streamern zu machen. Das, finde ich, ist der beste Grund, warum man denn raiden sollte, um Bekanntschaften zu machen. Ich zum Beispiel, ich habe ja einen Podcast, den könnt ihr euch gerne mal anhören bei Gelegenheit, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aber alle meine Gäste, alle die Streamer, alle die Gäste in meinem Podcast sind so zustande gekommen, dass ich von denen geradet wurde oder ich sie geradet habe. Und so ist man ins Reden gekommen, man hat sich auf Discord unterhalten oder auf Instagram oder was auch immer. Und es kam so ein Kontakt,
Schrägstrich Bekanntschaft, Schrägstrich Freundschaft zusammen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, hättest du Bock, in meinem Podcast mitzumachen? Und solche Sachen können eben daraus entstehen. Also benutzt Raids, um Bekanntschaften zu machen. Und jetzt höre ich schon in meinem Kopf wieder, aber Leo, wenn ich jemand anderen raide und der ist unterhaltsamer als ich, dann gehen meine Zuschauer nur noch zu dem anstatt zu mir. Naja, dann solltest du dich aber fragen, warum denn die zu dem gehen und nicht mehr zu dir. Das bedeutet, dass der unterhaltsamer ist, besser streamt etc. Und dann sollte man an sich arbeiten und von anderen lernen und besser werden. Aber vor allem passiert das gar nicht so oft, wie man denkt. Das kann passieren natürlich, aber vor allem man unterschätzt, wie loyal die Zuschauer sind. Und wie schon vorhin gesagt, ihr habt eine Empfehlung ausgesprochen und diese Empfehlung wirkt sich sehr gut auf euch zurück. Die meisten Zuschauer bleiben einem eben loyal und denken sich, ah ja, der hat echt jemanden Gutes geradet, das ist ein guter Streamer. Aber genauso bleibt eben auch im Kopf, dass ich diese Empfehlung gemacht habe und dass das ein guter Move war und somit, wie ich schon das alles vorhin gesagt habe. Das heißt, man unterschätzt, wie loyal Zuschauer einem sind. Im Endeffekt ist es immer wieder so, ihr habt viel mehr Vorteile zu raiden als Nachteile. Alles, was ich vorhin aufgezählt habe, sich gegenseitig Gefallen tun, dadurch Kontakte zu knüpfen und vor allem den Zuschauern ein Erlebnis geben nach eurem Stream. Das sind viele, viele Sachen, die dafür sprechen, im Gegensatz zu, dass vielleicht ein, zwei Leute abspringen aus euren Streams, was wahrscheinlich sowieso nicht passiert. Und vor allem, eure Zuschauer können die ganze Zeit Twitch durchsuchen. Sie die ganze Zeit. Die folgen nicht nur euch, die folgen wahrscheinlich auch anderen Leuten. Dass ihr nur welche verliert, weil ihr jemanden raidet, ist sowas von prozentual gering. Im Gegensatz dazu, dass sie jederzeit jemand anderen finden können und besser finden können. Also unterschätzt die Loyalität von euren Zuschauern bitte nicht. Wenn ihr mich übrigens mal raiden wollt, super Überleitung, Leo, dann würde es mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und ein neues Video hoch. So, und jetzt eine Botschaft an all die Leute, die sagen, ich muss nur einmal geradet werden von einem großen Streamer und schon bin ich auch ein großer Streamer. Nein, es wird nicht passieren. Zumindest sollte man nicht davon ausgehen. Es gibt Geschichten von Streamern, die von jemand Großem geradet wurden und ab dann wirklich 100 aufwärts Zuschauer hatten. Aber diese Menschen haben davor auch schon sehr, sehr guten Content gemacht und haben dann zu Recht Aufmerksamkeit bekommen. Und ab dann, ja, waren sie quasi erfolgreich. Aber wenn ihr keinen guten Content macht, dann werdet ihr auch nicht geradet wahrscheinlich. Vor allem nicht von sehr, sehr großen Streamern. Warum sollten sie? Ich habe ja diese ganzen Gründe jetzt aufgezählt, warum man jemanden raiden sollte. Also warum sollte jemand Riesiges jemanden sehr Kleines raiden, der keinen guten Content macht? Ihr müsst zuerst euch darum kümmern, wirklich guten Content zu machen. Und dann könnt ihr natürlich hoffen, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Aber geht nicht davon aus. Die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering. Wenn es passiert, könnt ihr natürlich reagieren mit eurem sehr, sehr guten Content. Aber selbst dann, wenn es passiert, bleiben wahrscheinlich nur sehr, 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 sehr wenige hängen. Nicht mal 1% wahrscheinlich. Wenn aber zum Beispiel wirklich alles zusammenkommt, das richtige Genre zusammenkommt, die richtigen Communities aufeinandertreffen, einfach alles stimmt, dann kann das passieren wahrscheinlich, dass man dadurch einen extremen Wachstumsschub bekommt. Aber wie gesagt, dann muss alles stimmen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Deswegen geht nicht davon aus, dass sowas passiert. Orientiert euch nicht darauf und wartet einfach nur, dass das passiert. Ihr müsst in erster Linie guten Content machen. Und wenn es dann passiert, Glück gehabt. So, und jetzt kommen wir dazu. Wen soll man denn raiden? Zuerst mal muss die Person euch natürlich taugen. Ist sie sympathisch? Ist sie nett? Agiert sie mit dem Chat? Macht sie guten Content? Etc. etc. Das ist alles gesetzt. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Man sollte jemanden raiden, der auch guten Content macht. Aber dann gehen die Meinungen eben auseinander. Soll man nur kleine raiden? Soll man nur große raiden? Soll man nur innerhalb seines Genres raiden? Was denn jetzt? Und ich glaube, es ist wie immer eine gute Mixtur. In einem meiner ersten Videos habe ich gesagt, dass man immer innerhalb seines Genres raiden soll. Und dazu stehe ich immer noch. Dafür lege ich immer noch meine Hand ins Feuer. Das ist, finde ich, das Beste, was man tun kann. Denn wie gesagt, ihr wollt eine Empfehlung euren Zuschauern aussprechen oder ihr wollt jemanden kennenlernen, der so tickt wie ihr. Und wenn ihr jemanden raidet, der das gleiche Genre spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass all diese Faktoren stimmen.
Wenn ihr zum Beispiel Mario spielt, dann empfiehlt es sich auch, in einer Kategorie von Mario zu raiden. Ihr könnt dann über Mario reden im Chat, eure Zuschauer mögen Mario, weil sie euch zugeschaut haben, mögen also auch Mario beim anderen vielleicht. Und so hat man gleich was gemeinsam und kann so seine Communities vielleicht ein bisschen verbinden zusammen. Und das ist einfach sehr, sehr gut. Die Wahrscheinlichkeit, dass euren Zuschauern der Content vom anderen gefällt, ist sehr, sehr hoch dadurch. Aber wenn ich zum Beispiel nachts mit Pokémon aufhöre und dann jemanden raide, der gerade Call of Duty spielt, wo nur rumgeballert wird und was sehr, sehr laut ist, und jetzt mal abgesehen davon, dass die meisten meiner Zuschauer Call of Duty überhaupt nicht mögen wahrscheinlich, die ganzen Leute, die leicht eingedöst sind oder sogar vielleicht schon schlafen in der Nacht und mir trotzdem noch zuschauen, die wachen dadurch auf und fühlen sich gestört. Und schon hat man eine schlechte Empfehlung gemacht. Und wenn es häufiger passiert, sagen meine Zuschauer, nee, bei dem kann ich nicht zuschauen, wenn ich da aus Versehen einpenne, dann wache ich vollkommen und werde vollkommen erschreckt. Dann können mir meine Zuschauer nicht mehr vertrauen und schalten vielleicht nicht mehr ein. Deswegen bin ich ein großer Verfechter von Raiden innerhalb seines Genres. Und was die Zuschauerzahl anbelangt, ich finde, man sollte immer in der Größe von sich selber raiden. Das heißt, wenn ich 30 Zuschauer am Ende meines Streams habe, dann raide ich jemanden zwischen 20 und 40 Zuschauern. Weil so hat dann der Geradete ein Wachstum von 100% im besten Fall. Und das ist viel. Die Zahlen wurden verdoppelt. Das ist zum ersten natürlich ein super Gefallen, den man dann macht, wenn man die Zuschauerzahl verdoppelt. Aber man merkt auch, dass man am gleichen Punkt seiner Karriere steht und kann sich so vielleicht dann privat austauschen, und da kommen wir eben zum Punkt Bekanntschaften knüpfen. Bekanntschaften kann man natürlich am besten knüpfen mit Leuten, die auf dem gleichen Level mit einem sind und gleich denken und die gleichen Sachen spielen etc. Und die Zuschauerzahl, finde ich, spielt da auch rein. Und natürlich mache ich auch ab und zu kleine Streamer raiden und ihnen einen extrem Gefallen tun, weil es ist ultra cool zuzuschauen, wie die sich dann extrem freuen, wenn man deren Zuschauerzahl verfünffacht, versechsfacht. Und es macht dann natürlich den Zuschauern auch Spaß, das zu sehen. Und es ist einfach cool und man weiß auch nie, was aus dieser kleinen Person wird. Nur weil sie klein ist, heißt es nicht, dass sie schlechten Content macht. Also kann man locker auch natürlich, finde ich, macht super Spaß, auch kleine Streamer raiden. Und ja, ich finde, man kann auch sehr große Streamer raiden. Aber erwartet nicht viel davon. Wenn ich spät in der Nacht aufhöre und ich finde niemanden zum Raiden, dann raide ich manchmal zum Beispiel Holly oder Drakon. Weil ich weiß, dass meine Zuschauer da sehr gut aufgehoben sind, weil natürlich machen sie guten Content. Und die merken das natürlich auch und bedanken sich. Und dann quatschen wir vielleicht kurz darüber, was man gerade gestreamt hat. Aber man darf nicht viel mehr davon erwarten natürlich. Also es kann natürlich immer sein, dass man auch mit einer Kleinzahl Aufmerksamkeit bekommt von einem großen Streamer. Aber wie schon in einem Punkt vorher gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich höher, wenn man in der gleichen Größe ist und mit ungefähr der gleichen Zahl rein raidet. Also ich raide hauptsächlich große Leute, wenn ich eben niemanden anderen habe, und weil da weiß ich, dass meine Zuschauer gut aufgehoben sind. Aber man sollte sich jetzt nicht die großen Hoffnungen machen, dass dadurch jetzt was passieren wird. Und raidet, ich habe es im letzten Video schon gesagt, raidet besser nicht random. Lernt andere Streamer kennen, indem ihr euch auf Twitch umschaut. Sucht nach Leuten in eurem Genre, sucht nach Leuten in eurer Größe, sucht nach Leuten, die sympathisch sind und guten Content machen. Und dann könnt ihr vielleicht denen einen Follow geben. Und wenn ihr dann jemanden raidet, seht ihr, dass die Person vielleicht online ist, und dann könnt ihr es mal ausprobieren, wie es denn so ist, die Person zu raiden. Aber ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht durch random Raids. Zum Beispiel, dass wirklich meine Zuschauer beleidigt wurden. Also deswegen lasst die Finger davon, sucht jemanden davor und raidet dann. Und gebt niemandem ein Raid, nur weil er euch geradet hat. Da komme ich auf den Anfang zurück, wo ich gesagt habe, gefallen, sich gefallen geben. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Nur weil euch jemand geradet hat, heißt es nicht, dass ihr trostlos diese Person auch raiden könnt. Ich wurde zum Beispiel schon ab und zu von Partnern geradet und habe die dann danach ausgecheckt und habe leider gesehen, das passte überhaupt nicht zu mir. Das waren dann zum Beispiel Leute, die Slots gespielt haben oder einfach überhaupt nicht so mein Ding waren, und ich auch einschätzen kann, dass das nicht das Ding von meinen Zuschauern ist. Und deswegen habe ich die dann nie zurückgeradet. Und ich finde, da muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, weil im Endeffekt, wenn ich dann die Person raide, hat die Person nichts davon, weil meine Leute den Content wahrscheinlich nicht mögen werden und sowieso nicht da bleiben und nicht mal Follows droppen. Und ich mache mich unbeliebt bei meiner Community, wenn ich schlechte, wie gesagt, Empfehlungen abgebe. Deswegen, raidet nicht einfach nur aus Gefallen, sondern da muss schon auch alles stimmen. Leute, was denkt ihr? Seid ihr meiner Meinung oder denkt ihr, was redet der schon wieder für ein Mist?
Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag bye bye.